dieser Mann hat eine Mission. Gesundes, frisches Essen auf unseren Tellern, das jetzt sogar heilende Kräfte entfaltet. Und die Gerichte versprechen schmackhaften Genuss. Dafür steht er mit seinem Namen. Herzlich willkommen, Spitzenkoch Johann Lafer ist bei uns. Hallo. Es ist ein großer Vorteil, einen langen Namen zu haben. Johann Lafer ist da mit einem etwas kürzeren Namen. Und üblicherweise ist das immer so, Anfang des Jahres hat man ihn immer in einem Bottich gesehen. Wir haben ein Archivbild, weil das ist ja Fastenzeit. In früheren Zeiten haben 2 Liter Wasser dort drin gereicht und dann war schon alles voll. Heute sieht er aus wie ein junger Gott und hat vielleicht das Fasten gar nicht mehr nötig. Wie war es dieses Jahr? Ah, doch. Ja? Also ich merke, dass einfach das, was man früher in den Klöstern gemacht hat, nämlich dieses Heilfasten, bei mir also wahnsinnige Glücksmomente auslöst. Nicht nur Glücksmomente, weil man vielleicht nach Hause kommt und das Gefühl hat, man hat 2, 3, 4 Kilo weniger, weil die kommen irgendwann mal wieder, sondern es ist ganz, ganz wichtig, sich manchmal von gewissen Gewohnheiten zu befreien. Und zwar Monotonie wieder einkehren zu lassen. Also ich kann das zum Beispiel an einem Beispiel von mir selber sagen. Ich esse jeden Morgen in so einer Fastenkur Haferschleim, was ich sonst nicht essen würde, mit Wasser gekocht und Zimt und Ahornsirup. Ich esse mittags eine gekochte Kartoffel, basische Ernährung, mit einem Stück Eiweißzulage, ob das jetzt Quark und Leinöl ist, ob das jetzt eine Forelle ist. Und abends esse ich eigentlich gar nichts oder vielleicht mal eine Suppe, eine basische Suppe. Und ich kann nur sagen, Leute, das ist für mich persönlich ein Glücksgefühl, das nicht in den ersten 2, 3 Tagen vorhanden ist. Aber es ist etwas, was mir so viel gibt und so viel auch Motivation gibt für mein weiteres Leben, dass ich sage, wir müssen lernen, in unseren Körper hineinzuhorchen und wir müssen auch lernen, ein paar Dinge umzustellen. Und ich glaube, das ist durchaus möglich, und zwar nicht auf diese brutale Art und Weise, wie wir das schon seit 60 Jahren kennen, durch die zahlreichen Diätformen, sondern man muss das sehr, sehr langsam, Stück für Stück, und das auch im Alltag integrieren. Es muss schmecken. Ich finde, gesunde Ernährung muss was mit Wohlfühlen zu tun haben. Und es muss auch etwas sein, was in unserem Alltag integrierbar ist. Bist du denn verführbar? Ich meine, wir sind jetzt in Thüringen. Und ich hoffe, es ist jetzt nicht blasphemisch, wenn ich ein Gebet ein bisschen abwandle. Drum führe uns nicht Versuchungen und erlöse uns von den Klößen. Ich meine, es gibt Würste, es gibt Klöße hier. Musst du mit Scheuklappen durch ein Bundesland wie Thüringen gehen, damit du links und rechts nicht siehst, was es gäbe? Auf keinen Fall. Also ich glaube, Kim, wir beide waren damals in dem Lokal, wo Erich Honecker als Stammgast war, wo es diese Thüringer Klöße gab, die so groß waren wie ein, ich sag mal, durchschnittlicher Handball mit Braten und mit Soße. Und da muss man einfach sagen, und ich glaube, das kann jeder bestätigen, der heute normal ist, es ist einfach zu viel. Diese Völlerei, dieses Übertrieben ist einfach zu viel. Und ich finde, es gibt in Japan eine Region, wo Menschen im Schnitt alle über 100 sind. Und die haben eine ganz einfache Grundprinzipie. Das ist nämlich das, die sagen, wenn mein Magen zu 4/5 gefüllt ist, dann höre ich auf zu essen. Und ich meine, jeder von uns könnte das. Man hat Heißhunger, man kommt nach Hause, man steht vor dem Kühlschrank, man isst sehr schnell und ganz hastig etwas hinein und nochmal was hinein. Und eigentlich kommt das Völlegefühl erst dann, wenn man alles schon zu viel gegessen hat. Und mit ein bisschen mehr Gelassenheit und Ruhe und ein bisschen mehr Überlegung, und das kann ich an vielen Beispielen vormachen oder vorerzählen, ist, glaube ich, wenn man die Ballaststoffe, die Prozente des Eiweißgehaltes oder die Eiweißernährung in den Mittelpunkt stellt. Das kennt jeder. Wenn ich heute zum Beispiel 2 Eier esse, dann habe ich relativ schnell das Gefühl der Sättigung. Das ist so, Eiweiß sättigt. Aber wenn ich heute, ich sage jetzt mal, Teigwaren esse, die auch übrigens nicht basisch sind, sondern die sind sauer, auf Deutsch gesagt, dann habe ich immer das Gefühl, ich kann immer mehr essen. Und deswegen muss man heute, glaube ich, lernen, dass Alltagsküche mit ein bisschen Veränderung sehr, sehr gut
ganz anders machbar ist. Und das ist mein Ziel, weil ich habe ein Erlebnis gehabt vor vielen Jahren. Ich habe so eine Vision gehabt. Ich war in Malaysia in Urlaub und da war immer die Zeit, 3 Wochen Sport zu machen. Und es war eine Insel mit vielen Hoch und Tiefs und da muss ich immer so ungefähr 8 Kilometer laufen. Und da habe ich mich ein abgequält, keinen Bock dazu. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe nach dem Sport 3 Kilo Weintrauben gegessen. Weintrauben, ja. So, und man weiß, dass Weintrauben einen sehr hohen Fruchtzuckergehalt haben. Und ich bin dann also nach diesen 3 Wochen, wo es keine Waage gab, zurück in die Stadt nach Kuala Lumpur. Und ich hatte nach diesen 3 Wochen Qual voller Bewegung, ohne Lust, genau 3 Kilo zugenommen. Und dann habe ich mir gesagt, sag mal, das ist doch alles ein Schwachsinn, diese ganze Diätform mit Weintrauben und Obst und das und das. Und dann habe ich gemerkt, dass nicht Obst gleich Obst ist. Und deswegen muss man sich heute damit beschäftigen und deswegen gibt es viele Dinge, die man heute hervorragend zubereiten kann. Das Buch ist schon eingeblendet worden. Medical Cuisine, das Anti-Entzündungskochbuch. Sie sind ja der Lieblingskoch von Die Piefke und vom Schweizer auch. Und deswegen merken natürlich alle auf, wenn jetzt der Lafer plötzlich neben einem Arzt steht und sagt, er hätte ein Entzündungskochbuch. Und andere werden natürlich sagen, das ist ja seltsam, was der da macht. Was ist ein Anti-Entzündungskochbuch? Ja, wir können da ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Wir nehmen jetzt mal alle das Beispiel, dass wir merken, dass wir leichte Arthrose im Knie haben. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Eine Entzündung im Knie ist ein Verschleiß. So, dann weiß man aus der heutigen Wissenschaft, bestimmte Dinge sind für diese Ernährung nicht förderlich, für diese Krankheit nicht förderlich. Also wenn ich jetzt einfach so weiter esse und so weitermache wie bis jetzt und bis was ich vorher gemacht habe, kommt nämlich irgendwann mal die Einweisung ins Krankenhaus und dann kommt ein künstliches Kniegelenk, weil ich es nicht geschafft habe. Und deswegen müssen wir heute, und ich glaube, das wirst du bestätigen, beim Sport, das ist ja ähnlich so, beim Sport ist der Bestandteil für Erfolg, ist die richtige Auswahl von Inhalten. Ja, aber nämlich, darf ich was da ganz kurz dazwischen sagen? Ja? Das Problem ist nicht das Wissen, das Problem ist das Durchsetzen und die Disziplin, es zu machen. Da muss ich mal kurz. Sorry, aber ich habe mich auch mit viel mit Ernährung und selber auch natürlich absolut. Auch mal gefastet. Und ich finde das auch, da hast du absolut recht. Das tut was mit dem Körper und mit der Chemie. Und ich finde das auch erfrischend für den Geist, auch mal auf Sachen zu verzichten. Das kommt darüber hinaus. Aber ich glaube, das größte Problem ist wirklich der Schweinehund. Wir wissen alle, dass wir da eine Hüfte kriegen oder das Knie, dass das nicht gut ist. Aber dann wirklich, ich sage mal, der schwierigste Moment im Leben, wenn man Sport machen möchte, ist von der Couch aufzustehen und sich die Schuhe anzuziehen. Der Rest kommt dann einfach. Aber dieser Moment, wirklich etwas zu machen, gegen etwas, wo man genau weiß, es schadet einem. Ich glaub, das hat jeder, aber ich meine, das muss man sich bewusst vor Augen führen. Also ich werde jetzt 65 im September und für mich ist ein ganz klares Ziel, ich möchte nach sehr viel Arbeit und nach sicherlich auch vielen Dingen, die nicht immer optimal gewesen sind, etwas tun, damit es mir lange gut geht und ich mich wohlfühle. Ich finde das ja auch toll, wenn man Vorbildfunktion hat. Und pass auf, ich muss, und das weiß ich, wenn ich das so machen möchte, muss ich etwas dafür tun. Da kann ich sagen, es ist mir alles scheißegal, jeden Abend 5 Flaschen Bier und 2 Flaschen Wein. Das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, das wissen wir alle. Und dafür gibt es heute viel zu viele Erfahrungen. Und deswegen machen wir das. Hast du ein Ziel? Ich meine, eine ganz kleine, extrem geringe Restbamstigkeit hast du ja noch. Hast du ein Ziel? Darum geht es nicht. Schau, 65% der Sterbefälle in Deutschland sind nachweislich wegen falscher Ernährung. Das also nicht von mir. Also die jetzt nehmen wir mal das Beispiel Herzinfarkt. Ist ja nichts Neues, kennen wir. Was ist Herzinfarkt? Herzinfarkt hat ganz viel mit falscher Bewegung zu tun und mit der falschen Ernährung. Also will von uns jemand freiwillig einen Herzinfarkt haben? Ich glaube niemand. Aber wenn ich etwas dafür tun möchte, da muss ich mir im Klaren sein, dass ich nicht jeden Abend 400 Gramm Schweinebraten mit so einer dicken Fettschicht essen kann und dazu noch 300 Gramm Bratkartoffel. Also was möchte ich machen als Koch? Ich möchte Menschen motivieren,
in der Alltagsküche über Dinge nachzudenken. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Ein deutsches Gericht ist eine Wirsingolade. Jeder mag das. Hackfleisch, Weißbrot, Zwiebel. Was spricht dagegen, wenn wir Haferflocken, was Superfood ist, in etwas Milch oder in einem, muss nicht einmal tierisches Produkt sein, Hafermilch aufkochen, wenn man das zum Hackfleisch gibt und dazu gibt man dann einen Löffel Quark und mischt dieses Hackfleisch mit diesen beiden Komponenten. Und das ist dann entzündungshemmend? Ja, zum Beispiel, klar. Oder viele andere Dinge, zum Beispiel Früchte, die nicht so viel Zucker haben. Hm. Und da gibt es ja auch das ganze Thema Hafer zum Beispiel, auch ganz wichtig, Hirse und solche Produkte. Das ist ja bewiesen. Zum Beispiel weiß man heute, dass rote Beete zum Beispiel ganz extrem gut ist für Depressionen. Rote Beete enthält einen Stoff, was für Depressionen extrem wichtig ist. Es gibt heute auch bei uns was zu essen und wir kommen das jetzt reingeliefert. Du hast für uns gemacht. Oh. Jawohl. Ja, zwei Dinge. Kräuterpfannkuchen, ich sag's einfach, du sagst warum. Kräuterpfannkuchen mit Lachs und vegane Mousse au Chocolat. Mhm. Pourquoi, Monsieur? Le Maître, pourquoi? Monsieur. Oh. Das erste ist dieser Pfannkuchen. Mhm. Dieser Pfannkuchen ist nicht hergestellt aus Weißmehl. Das weiß man, dass Weißmehl nicht gesund ist für den Körper, sondern der Pfannkuchen ist hergestellt aus einem Getränk von Gemüse mit gemahlenem Hafermehl. Dann ist er gefüllt mit Räucherlachs. Und jetzt kommen wir zu einem wesentlichen, großen, wichtigen Bestandteil für den Körper, ist Omega-3-Fettsäure. Omega-3-Fettsäure ist wesentlich wertvoller wie Omega-6-Fettsäure. Und wo kommen die her? Zum Beispiel in fettigen Fischen. Und das ist Lachs, Makrele, das ist Hering. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Bei den industriell hergestellten Produkten ist es meistens die Omega-6-Fettsäure, weil sie nicht mehr diesen Entfaltungsspielraum hat. So, dann habe ich hier drinnen Sprossen. Also Sprossen sind sehr gesund. Ein bisschen Salat. Und ich habe dazu sonst nichts gemacht. Sushi-Reis zum Beispiel lieben wir. Aber Sushi-Reis hat niemals den Nährwert, als wenn ich heute Vollkornreis nehme. Jetzt kann ich Sushi-Reis essen. Aber ihr werdet alle merken, wenn ich heute Vollkornreis nehme, dass es mir danach besser geht, als wenn ich diesen Reis nehme, der zwar sättigt, aber niemals diese wertvollen Inhaltsstoffe hat. Jetzt habe ich jahrelang nach deinen Kochbüchern gekocht und Wiener Schnitzel und weißt du, alles Ungesunde und Leckeres. Aber pass auf, dagegen gibt's... Kommst du auch auf einmal mit dieser... Nein, dagegen gibt es nichts zu sagen. Es gibt nichts gegen Wiener Schnitzel was zu sagen. Aber zum Beispiel, guck mal, ein Wiener Schnitzel oder ein Backhändl haben wir früher so hoch in Fett ausgebacken. Ja. Heute können wir das auch in einem Backofen machen, mit wenig Fett auf Backpapier. Und dadurch leben wir einfach etwas, ich sag mal, in Maßen besser. Und das summiert sich übers Jahr für meinen Vorteil im Körper. So ist das. Aber ich würde gerne mal, dass ihr das probiert und mir dazu was sagt, weil das ist mir sehr wichtig. Ist da Gluten da? Ich darf da ist kein Gluten. Also, ist komplett glutenfrei. Ich erkläre das auch. Pass auf. Also, das ist hier Hafermehl. Und Gemüsemilch oder Gemüsegetränk mit Lachs, Sprossen, Gurke. Und das Ganze ist mit einer glutenfreien Sojasauce und Cocktailtomate. Und das probierst du jetzt mal. Johann, du hast vorher gesagt, du wirst... Das Geheimnis ist immer die Balance. Ja. Wenn man das mal genau so zusammenpacken kann. Man kann alles machen, aber nie zu viel und nie zu wenig. Du stehst ja für Genuss. Ich hatte ja mal das Vergnügen, mit ihm gemeinsam in einer Show zu kochen. Wir haben natürlich gewonnen, wir beide. Und du stehst ja nun total für Genuss und ich hoffe ja nun, dass dieses Buch auch genau der Teil ist, den du da repräsentierst, dass man zwar gesund kochen kann, positiv kochen kann, aber trotzdem, dass es eben lecker ist. Aber das ist ja das Entscheidende dabei. Das ist das zentrale Thema. Dieses Buch ist eine Alltagsküche, die schmeckt und die genussvoll ist. Und jetzt, wenn du diese Röllchen isst, jetzt mal ganz ehrlich, kannst du mir sagen, fehlt dir da was? Ja, du, der du die mir dann zu Hause machst. Wir sind alle zu faul. Oder kann ich das hin, Tim? Ja? Ja. Frau Fischer. Herr Lafer. Ich bin käuflich. Wer nicht? Johann, sag mir noch eins. Du hast vorher gesagt, du wirst süße 65 im September. Bist du dann Pensionist und hörst, ich meine, du hast alles gehabt, schon ein bisschen Schlösser, Hubschrauber, alles. Du hast Kinder, alles, was geht. Und
Und jetzt 65 und jetzt bekommst du Rente, wirst du Pensionist, setzt dich in einen Stuhl und schaukelst und schaust, was weiß ich, RTL 2? Lieber Herr Kachelmann, ich habe soeben, hast du vielleicht nicht mitbekommen, ein Angebot bekommen von deiner charmanten Partnerin, dass sie nicht mich an ihrer Seite hat, um ihr was zu kochen. Ich habe bereits das Angebot bekommen, dass ich nach 65 etwas zu tun habe. Es wird alles gut. Das Schönste steht dir noch bevor, kann ich sagen.